So, es ist mal wieder soweit. Es geht zum Potluck. Übrigens, was ich hier mit habe, das ist Postelein. Und da habe ich meine Pflanze aus meinem Garten abgemacht und eingepflanzt. Und die bringe ich mal der Silke mit, weil die wollte auch mal Postelein anpflanzen. Und passend zum Thema Postelein ist, dass ich einen Posteleinsalat gemacht habe. Und das wird wahrscheinlich gemessen am aktuellen Marktpreis, den man sozusagen für Postelein im Laden bezahlt, wahrscheinlich das mit Abstand teuerste Gericht heute sein. Weil das sind bestimmt wirklich ein Kilo Postelein mit drin. Also richtig großer Salat mit Postelein. Und 100 Gramm Postelein kosten irgendwie 3 Euro im Laden. Das ist unglaublich. Das wächst im Garten wirklich wie Unkraut. Du musst dich nicht drum kümmern. Es vermehrt sich immer weiter. Du bist nur noch am Wegschmeißen so viel. Und im Laden 100 Gramm 2,99 Euro. Unglaublich, unglaublich. Aber das ist halt wieder typisch. Und deswegen bringe ich das Silke auch was mit. Und ja. Das ist halt wunderbar grün, total schmackhaft und mega. Also Postelein, ich kann jedem empfehlen. Und jeder, der in der Nähe von Leipzig ist, kann in meinen Garten kommen, sagt mir Bescheid, kann sich eine Pflanze ausgraben und mit nach Hause nehmen. Na, also das Angebot steht, zumindest bis ich noch Postelein habe. Aber erfahrungsgemäß werden jetzt nicht so viele kommen. Aber wenn jetzt ein paar kommen, überhaupt kein Problem, einfach Bescheid sagen. Ja, ansonsten jetzt Potluck wieder, das erste Potluck dieses Jahres. Und ich freue mich auch schon total drauf. Das Wetter ist gigantisch, es ist warm, also in Relation zu den letzten Tagen. Es ist warm, es ist trocken und ja, es wird einfach nur mega, mega geil. Und ich werde euch auf dem Laufenden halten, was heute so passiert. Ich denke, ich werde das Essen wieder aufnehmen, vielleicht ein kleines Interview machen oder sowas mit Silke. Mal sehen, ist auch immer das. Einerseits will ich natürlich die Sache aufnehmen, andererseits genießen. Und das muss immer so ein Spagat sein. Und von daher, das Spagat endet meist, dass ich nicht so viel aufnehme und so viel genieße. Aber ich hoffe, das tut ihr mir nachsagen, weil ihr habt ja jeden Monat die Möglichkeit, bei uns hier beim Potluck vorbeizuschauen. Dieses Mal kommen Leute aus Frankfurt, aus Braunschweig, aus Dresden und noch irgendeine Stadt, die weiter weg liegt. Also die Leute kommen auch von weiter her, bildet Fahrgemeinschaften, wenn ihr mal dabei sein wollt. Das ist ein Tag jetzt von um 11 und ich denke mal, das wird wieder bis 18, 19 Uhr mindestens gehen. Einfach nur ein Tag voller lieber Menschen, inspirierend, wirklich richtig inspirierend und ja, einfach nur geil. Ich freue mich und wie gesagt, nachher gibt's mehr. Okay, hier gibt es Cracker mit Blüten. Ja, aus Hafer, Leinsaat und Buchweizen. Okay, und dann verschiedene Blüten drauf. Ja, genau. Das ist ein Girschpesto von meinen Kindern zubereitet und ein Bärlauchpesto mit Sonnenblumenkernen. Toll. Und das ist noch so ein Dip aus Hanf und Tomate und Paprika. Ein bisschen Basilikum obendrauf. Dann gibt es hier Energiebällchen. Dattel, Mandel, Cranberries. Okay, super. Tomaten, dann Bio-Kokosflakes. Dann irgendwas so was wie Buletten mit Lauch und Petersilie. Die Buletten? Ja, aus Walnüssen und Sonnenblumenkernen. Tomaten sind drin. Genau. Okay, reicht so grob. Ne? Achso, gut. Pilze, genau. Champignons. Also hier ist ein gekeimter Nackthafer, eigentlich gekeimter, eingeweichter Nackthafer. Emmer. Okay. Okay. Und das ist der Obatzler von Peggy, glaube ich. Ja, genau, das ist von uns hier, von uns beiden. Genau, da ist Sauerkraut drin, Paranüsse sind drin, Paprika, ein bisschen Kümmel. Genau, und dazu passt besonders gut hier Chicorée. Ich weiß nicht, von wem das ist. Wir haben unser Chicorée jedenfalls vergessen, der hätte da eigentlich dazugehört. Also es passt gut zusammen. Und das Grün? Achso, das ist Eva-Klettriger Ehrenpreis. Genau, den finden wir heute auch noch. Das hier ist Posteleinsalat, also sehr viel Postelein und noch ein bisschen Gemüse drum. Genau. Genau, hier sind Säfte. Ich denke mal mit Rote Beete. Rote Beete, Möhre, Sellerie, Pastinake. Okay, dann ein Salat mit... Das ist so ein Curry mit Möhre und Linsensprossen und Sonnenblumensprossen und grüne Rosinen und ja, Gewürz halt. Okay, und so ein Chia, milchreis Chia-Pudding. Das ist Chia-Pudding mit Mandelmilch und einfach frisch. Dann ist es hier so ein Wurzelsalat wahrscheinlich oder Apfelmöhre mit Rosinen. Rosine, Zitrone. Genau. So, und das ist Karen. Nee, oh, noch nicht. Doch nicht. Also das ist mein Gemüsebällchen. Oh, jetzt geht ja noch Konkurrenz. Ja, jetzt. Also Gemüsebällchen sind das mit Brokkoli und Blumenkohl, Fenchel und von ein paar Kräutern. Rosmarin, Oregano und so weiter. Und Löwenzahn heute noch gepflückt im Garten. Dann so getrocknete Tomaten. Dann was ist das hier in dem Glas? Das ist der Aufstrich zu den Gemüsebällchen mit Bärlauch und Paprika. Okay. So noch wie so ein Dip.
Und daneben ist dann noch meine Schokomousse. Und das sind so Blütenpollen oben drauf, genau. Oder? Hm? Genau. Ja, das erklärt sich von selbst. Da liegt ja. Möhren. Bananen, Avocado, was ist das? Ein Salat, Champignons, Tomate sehe ich. Das ist zweierlei. Das ist eine sehr, sehr scharfe Thai-Kokosnusssuppe. Und das wird im Prinzip gemixt mit dem Gemüse zusammen. Okay. Und wer will noch diesen nicht mehr ganz so frischen Koriander dazu? Oh. Der hat halt nicht überlebt in der Fahrt. Kriegt aber das. Oh, nicht in die Dotter. Oh, Leib, das ist ja toll. Also, das ist eine Avocado. Was ist das hier? Ich kann das sind rohvegane Frikadellen aus Nüssen und Champignons. Okay, dann noch so Energiebällchen oder irgendwie sowas daneben? Genau, ja. Und das sind dieselben, die aus auch in dem Salat drin liegen? Ja, genau. Und Kelbnudeln. Und Kokosnuss. Oh, Silas, das ist doch was für dich, oder? Das sind Kelbnudeln? Ja, sieht auch gut aus mit Kokosnuss. Ja. Und? Und? Möhre mit Sonnenblumenkerne, würde ich mal sagen. Möhre, Sonnenblumenkerne, Apfel, kleiner Schuss Olivenöl und Zitronensaft. Okay, oh, das sind hier noch ein paar rote Energiebällchen. Ja, das sind Trester. Das ist Trester aus rote Beete, Möhren, Apfel, Fenchel. Und da sind aber auch noch gemahlene Mandeln, Haselnüsse, Kokos, Leinsamen, Oliven und Apfel. Also eine wunderbare Trester. Ein Trester-Rezept. Trester-Verarbeitung, genau. Super, sehr gut. Und eine Leipzig-Torte. Die von mir. Marielle? Eine Kochbananentorte. Oh, ja, aus Kokos und Kochbananen, Mandeln und Haselnüssen, Walnüssen und Datteln. Klingt gut, auf alle Fälle. Das ist fermentiertes Hummus aus Kichererbsensprossen und eingeweichten Sesam und Kreuzkümmel und ein bisschen Tamari, so was da halt drin ist, der Hummus. Und dazu gehört das Gemüse, was hier oben rumsteht. Ach so, super. Super, hier sind noch Bananen und Apfel und so Gurken, Spaghetti, sowas, ne? Zucchini. Bolognese da unten. Ah, sehr gut. Ist, ja, Bolognese, genau. Und das ist im Prinzip hier. Und Bärlauch und Basilikum noch dazu. Ja. Und das waren Zucchini, ne? Zucchini-Gurken-Nudeln. Zucchini und Gurken. Okay. Und hier sind sowas wie Brownies? Ja, das sind Brownies aus Mandeln, Datteln und Kakao, wobei der Kakao leider keine Rohkostqualität hat. Okay, aber gut. So, dann musst du jetzt gehen! Okay, weiter. Genau, dann ist hier... Ach, der Salat von mir, ja, da ist also drin Weißkohl, Apfel, Zwiebel, Essig und Öl, Leinöl und gewürzt mit Kreuzkümmel. Kreuzkümmel? Kreuzkümmel, genau. Wo hast du denn das tolle Rezept her? Und es sind Sonnenblumenkerne drin. Das ist mein Rezept, lieber Christian. Das ist sehr nach meinem Grundrezept. Ich gebe gerne zu, dass du mich inspiriert hast, okay? Hier sind leckere Bällchen, herzhaft nehme ich mal an. Ja, genau, das sind Linsenbällchen. Ich habe die Linsen mit Süßkartoffel, Knoblauch. Linsenköfte. Ja, genau, nur als Bällchen halt. Okay. Teilweise in Sesam gewählt. Ah, super, mit Grün, ne? Mit Sprossen sehe ich. Super. Dann hier so ein Obstsalat. Erklärt sich auch selbst, ne? Ah, okay. Das ist ja Spinat oder Pak Choi oder was ist das? Ich brauche Spinat. Und Gurken sind da drunter. Gurken, genau. Gemüse. Gemüse. Dann noch ein Kuchen. Ja, das ist ein Kuchen. Ach, Karin. Mein Mohlkuchenrezept ist jetzt perfekt. Dazwischen trinken. Ach, komm, ich komme mal hin mit meiner... Ja, ich habe lange dran gearbeitet. Jetzt ist es perfekt. Okay, dann haben wir hier nochmal Bällchen. Süß, würde ich mal sagen jetzt. Nüsse. Vergiss nicht hier, der Bärlauch. Das ist bestimmt von jemandem, der jetzt nicht aus Leipzig kommt, oder? Ja. Hat sich Bärlauch. Sicherlich. Ja, ja, eben. Nüsse, Bananen, dann haben wir noch einen Salat mit Champignons. Das sind Zucchini-Nudeln. Oh, mit einer Sesam-Dill-Soße und ein paar Pilzen, Tomaten und Spinat. Okay. Dann sowas wie Studentenfutter ist hier und dann haben wir noch. Paprika-Sonnenblumenkerne. Okay. Und so. Okay. Und dann noch Tomaten haben wir. Oh, das ist aber auch sehr schön zu bereiten, den Blüten. Das ist, ja, jetzt wollte ich gerade sagen, also. Es kann auch Karren sein. Das sind Tulpenblätter mit einem Cashew-Frischkäse und einem Wildkräuterpesto. Es ist ganz, ganz viel Wildkräuter drin und es ist sehr kräftig. Super, richtig, was fürs Auge. Und davor, das sind Gemüsebuletten, ja, mit Walnüssen, Gemüse und eine Barbecue-Soße dazwischen, so Gurke und Zwiebeln als Burger. Sehr gut.
Brownies, die müssen, glaube ich, als erstes gegessen werden. Brownies, ja, die haben auch so eine Kakao, Kokosöl, Kuvertüre, da, die müssen gegessen werden, ja. Dann Energiebällchen. Es gibt Bällchen, wer hat die beiden Bällchen hier gemacht? Jo, das sind eins sogar Energiebällchen. Mandel, Dattel, Kokosraspeln und rechts noch Schoko. Kakao meine ich. Und ja, noch in Kokosraspeln gerollt. Okay. Nochmal Studentenfutter und Nuss, Rosinenmischung. Ja. Und Aprikosen, Feigen. Hier, was ist hier drin? Was ist hier drin? Das ist Melonensmoothie, also das ist nur Melone, also Honigmelone mit ein bisschen Zimt. Oh, gemixt. Tomaten, irgendwie noch so ein Pesto? Ja, das ist ein Pesto zu den Tomaten, und zwar Sonnenblumenkerne, Kirsch und Bärlauch. Oh, Pfeffersalz, Zitrone, bisschen. Okay. Genau, das ist ein Salat aus Kopfsalat, Bärlauch, verschiedenen Sprossen, Champignons, Gurke und so ein Dressing aus... Wir müssen jetzt langsam beeilen, mal deine Schokolade an. Ja, also Salat mit Saatendressing, genau, dann hat hier jemand Fruchtleder mitgebracht, Fruchtleder. Das erklärt sich auch von selbst, Erbsensprossen. Das ist gute Schokolade mit Himbeeren, aber mit Sojamilch. Oh. Okay, aber Salat? Salat. Was ist das? Das ist eingeweichte Sonnenblumenkerne, Paprika, Tomate, Knoblauch ist mit drin, falls jemand das nicht mag. Und ja, Spritzer Zitrone. Okay. Steinsalz, ja. Okay. Das ist Sprossen, Kamutknicke mit Leinsamen mit, oh, und Bärlauch. Schokolade. Ja, Schokolade, die man beilöffeln kann. Ohne Zucker ist sie. Dann sieht aus wie Mairübchen oder Rettich oder Mairübchen, sowas. Mairübchen, ne? Hm? Blaubeeren, Datteln, Ketchupbällchen, Schmören. Schmören. Was ist das? Rosinen, Walnüsse, Cashewkerne, Waldfrüchte. Und das isst man zu den Möhren oder ist es einfach so? Das ist eine Torte. Ach, ist eine Torte? Gut. Hätte der zu den Möhren essen. Ja. Okay. Was sind Melonen? Melonen, irgendein Pudding, Schoko, Chia. Das ist Schoko-Chia-Pudding mit Vanillesoße mit Mädelsüß. Das möchte ich auch mal probieren. Das kenne ich nicht. Karotten-Apfelsalat mit Kirsch und Ingwer-Dressing. Mädelsüß hat erst Marlon in seinem. Ich finde das für mich. Ja. Gut. Wir sind durch. Nur mal zur Information, also ich habe lange damit gehadert, wie man die Brennnessel ernten kann, ohne dass man sich, ohne dass man wehtut. Weil nicht jeder hat solche Betonpfoten wie Silke, die gar nichts mehr spürt, weil sie immer so reinmacht. Sondern ich habe was gesucht für meine Fadenfinger, und ich habe jetzt eine Methode gefunden, wie es funktioniert. Ausgehend von einem Tipp von einem anderen. Ich möchte euch zeigen, wie ihr Brennnessel ernten könnt. Funktioniert fast immer, aber wenn es nicht funktioniert, dann ist Schadenfreude auf eurer. Also, so ein Blatt. Erstmal die Härchen sind alle unten, die wehtun. Oben kann nichts passieren. So, und dann mittig zusammendrücken, abziehen, dann habt ihr das erstmal so. Da ist, wie gesagt, auf der Seite kann nie was passieren, nur die untere Seite. Und dann faltet ihr das, schaut immer genau hin, wo es ist. Und dann immer schön drücken, dann macht ihr die Dings kaputt. Und dann immer weiter, immer nur, dass ihr die beiden, dass ihr das in der Hand habt, was außen ist. Und das könnt ihr dann immer weiter zusammen machen, und irgendwann ist dann so klein, dass es einfach zu drücken könnt, dann sind die ganzen Härchen weg, und dann könnt ihr es essen. Nur mal so als Information, ich habe jetzt wirklich verschiedene Versuche. Und es gibt auch von unten anfassen oder irgendwie. Das ist die einzige, die wirklich relativ sicher ist und wo du dich eigentlich nie sticht. Nur mal so als Information, weil ich da auch lange gesucht habe. Weil ich auch mal ein bisschen Fachkenntnis in die Waagschale werfen, ja. So, jetzt sind wir wieder hier zusammengekommen, und wir waren heute ist der Potluck gewesen, und es war heute der Potluck, wo ich wirklich die 60-Personen-Grenze geknackt wurde. Es waren 62 Personen, die heute zugegen waren. Ich habe gezählt, und das war absoluter Rekord, oder? Bist du anderer Meinung? Ja. Also, das ist wirklich absoluter Rekord, und ja, wir hatten wirklich auch wieder großes internationales Publikum. Zwei davon habe ich hier, die beide auch einen YouTube-Kanal haben, den verlinke ich euch unten. Und ja, und du kommst aus Frankfurt? Ja, nein, Würzburg. Würzburg? Gerade Würzburg. Okay, aus Würzburg, und du kommst aus Braunschweig? Richtung Braunschweig. Richtung. Ich bin auch gerade so wie sie. Okay. Wir sind ja beide wohnungslos. Ja, genau. Ja, okay.
Und die Welt. Aus Frankfurt waren auch noch einige gekommen, dann aus Hannover, den du mitgenommen hast. Ja, ne? Haben sich Fahrgemeinschaften gebildet im Vorfeld. Das ist auch für euch, die ja vielleicht jetzt zuschaut, einfach wirklich ein, zwei Wochen vor dem Potluck mal anfragen, ob dich jemand mitnehmen könnte oder ob du vielleicht jemand mitnehmen willst. Und ja, und so hat sich das alles entwickelt. Und muss ich sagen, also wie gesagt, wie immer, der kleinste Teil kommt wirklich aus Leipzig. Der größte Teil kommt aus Deutschland, kann man schon fast sagen. Ne? Und ja, gerade erstmal euch beide, ihr seid das erste Mal jetzt hier bei einem Potluck dabei. Und schütz doch mal so deine Eindrücke. Ich finde es so schön hier. Also erstmal, die Umgebung ist klasse mit den Bäumen und den Steinen und dem Sand. Also für Kinder ist was zum Spielen da und wir haben viel Ruhe und dann der Platz zum Ausbreiten, fürs Essen. Toll. Ich finde es toll. Und die Menschen sind super. Also ich kenne ja schon viele Potlucks, aber das hier übertrifft, glaube ich, alles bei Weitem. Oh, aber wenn das jetzt andere sehen, wo du bei einem anderen Potluck gewesen bist. Ist halt so. Okay. Ich bin ehrlich. Es muss eine Rangliste geben. So ist das. Und du, ehrlich auch wirklich? Ja, ich war bis jetzt auf zwei. Ne? Einmal in Bremen und einmal bei der 400. Tomatenschau. Ich fand auch das hier am besten, weil hat auch mit mir selber zu tun, weil ich immer mehr Menschen anspreche und kennenlerne und lieben lerne. Und es sind so viele inspirierende Menschen. Und ich habe auch schon, als ihr das Video gemacht habt und gesagt habt, es wird gut, habe ich auch gespürt, dass es gut wird. Und ich bin heute Morgen gern 2 Stunden hergefahren. Ich werde auch gern 2 Stunden zurückfahren. Und ich bin satt und glücklich. Vor allem satt. Silke, heute wieder das Essen. Weil wir haben jetzt 60 Leute, oder sagen wir, wenn die Kinder abzieht, vielleicht 55 oder 50 Leute, ihr Essen mitgebracht. Mhm. Teilweise 2 Schüsseln voll. Und es war Buffet. Der Baumstand hat nicht mal ausgereicht. Ja. Das ist Wahnsinn. Ich muss schon daneben stammen. Heute war es das erste Mal, da war ich schlicht überfordert. Ich wusste nicht, was mir auf dem Teller packen sollte. Ja, ich dachte mir, so viel tolle Sachen und man kann ja doch nicht von allem probieren. Das ist leider so. Ich glaube eigentlich, dass ich von allem probiert habe. Ich glaube, ich habe es nicht ganz geschafft. Ja. Aber heute, das war wirklich so, also auch so verschiedene Sachen. Wir haben alle uns nicht abgesprochen und es waren wirklich so verschiedenste Sachen dabei. Unglaublich, wie vielfältig Rohkost ist. Ne? Ja, also, und lecker. Fast fantastisch einfach. Also bin ich mir auch relativ sicher, wenn du jetzt jemanden, einen Fremden hier hinbietest auf das Buffet, da wird er nicht sagen, oh, das ist ein Rohköster hier, sondern einfach nur, das ist ein Buffet und da waren ja auch Klopse da und sonst was. Kuchen und süße Desserts. Ja, ich glaube, da würde keiner auf die Idee kommen, dass das Rohkost ist, geschweige denn vegan. Das ist, ja, war einfach nur ein großes Zusammentreffen mit vielen Essen, was man da gesehen hat. Mhm. Und genau das ist aber auch der Punkt, dass hier nicht nur Rohköster dabei sind, sondern hier war heute einer dabei, der auch ganz normaler Fleischesser ist, dass es einfach nur interessant findet, diesen Aspekt der Rohkost. Und der hat heute gesagt, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ja? Rohkost ist für die meisten nur Obst und Gemüse. Und habt ihr da andere Erfahrungen, wenn ihr mit da diskutiert? Auch genauso. Ja, die meisten glauben, dass wir essen nur Gras und Bohnen und Äpfel. Kommt einfach mal vorbei, auch wenn ihr Fleisch esst und gerade irgendwie so dabei seid, euch da rein zu fuchsen. Ihr werdet so satt sein und so glücklich und euch echt denken, das ist Rohkost. Also, Wahnsinn. Ich komme nicht mehr von weg. Also ich liebe Rohkost. Ja, und dann haben wir einen Wildkräuterspaziergang noch gemacht heute wieder. Leider haben sie 2 Tage, bevor wir quasi heute den Potluck abgehalten haben, haben sie die größte und die beste Kräuterwiese platt gemacht. Nein. Und deswegen haben wir jetzt auch genug andere Sachen. Ja, genau. Wir mussten dann ein bisschen noch laufen, aber wir haben noch ganz viele Plätze gefunden mit tollen Wildkräutern. Genau. Aber was ich noch sagen wollte, Christian, heute sind extrem viele YouTuber dabei, nicht nur ihr beide. Also heute ist ja echt wirklich der Potluck mit den meisten YouTubern. Ich würde jetzt mal so pauschal noch 3. Die Joachim ist dabei, die Hanna ist dabei, Tobi ist dabei von Warletics. Antonius? Ah ja, das war ja heute unser Stargast. Ich kannte den gar nicht. Hat einen Griechen da. Das ist noch weiter als Würzburg und Hannover. Stimmt, der kam direkt von Rhodos, ist da hierher geflogen. Ja. Also das war heute wirklich so das Highlight. Ich gucke noch einen Weg, den kennst du. Ich hätte niemals erwartet, dass der hier zu uns. Ich kenne den gar nicht. Also ich kenne den von Facebook. Auch der Antonius, den Nachnamen ist griechisch. Das aber Facebook ist nicht YouTube, das heißt ja, doch, der hat auch YouTube. Der hat YouTube und Facebook. Genau, der beschäftigt sich auch ganz viel mit Rohkost und Entgiftung und einfache Antonius? Ja, und wie heißt der Kanal? YouTube? Antonius auch. Antonius, aber diesen griechischen Namen dann eben noch, den habe ich jetzt. Okay, interessant. Also wir werden euch alle verlinken. Der ist auch irgendwo dann auf dem Video dabei, also bei mir oder bei dir. Okay, genau. Und wenn wir alle Kanäle unten verlinken, wo ihr seht halt, was das für Menschen sind, die dann hier auch zugegen sind. Mhm. Und also ich muss sagen, alle, mit denen ich mich unterhalten habe, wirklich hat es am rechten Fleck, würde ich sagen. Ich würde mit allen mit Sicherheit gut klarkommen, in eine Wohngemeinschaft ziehen oder was auch immer. Das es scheint wirklich alles so ein Level zu sein und man zieht ja auch das auch so ein bisschen an. Ne? Auf jeden Fall. Genau, also wenn ihr euch angezogen fühlt von gewissen Personen, dann werdet ihr wahrscheinlich auch so ähnlich ticken. Und wie gesagt, also ich
Ich freue mich jeden, ich habe das letzte Jahr wirklich mich jeden Monat auf dieses Rohkostpotluck gefreut. Wirklich, jeden Monat habe ich mich drauf gefreut. Wir hatten jetzt auch, ne, Christian, die letzte Woche, wir waren so vorfreudig wie Kinder zu Weihnachten. Genau, das haben wir auch per Skype. Ich habe auch gestern nochmal so, Christian, also ich bin irgendwie so aufgeregt, ja? wie als Kind, so kurz vor Weihnachten. Genau, weil es einfach, wir werden geschenkt von anderen Menschen. Das ist heutzutage, muss man das so sagen, das ist ein Geschenk, gerade du hast ja auf deinem Kanal ja auch so die Thematik mit Menschen und so weiter. Genau. Das ist wirklich ein Geschenk, dass du Menschen begegnest, die auf einer Wellenlänge sind und wo du auch dich austauschen kannst, wo du auch die Nähe dazu. Sehr wird. Dankbar. Also dankbar, dass ich das erleben darf, dass ich mich das getraut habe. Und falls ihr jetzt bei dem letzten Video von Ihnen, von den beiden dachtet, ich möchte eigentlich auch hin, habt euch aus irgendeinem Grund nicht getraut, traut euch das nächste Mal. Genau. Ihr werdet nicht bereuen. Wir können auch schon den nächsten Termin bekannt geben. Ja, ne? Dann? Das ist der 28. der 28.05. Da treffen wir uns auch wieder hier im Aquapark um 11 Uhr im Kinderreich. Ja. Genau, wir werden auch auf Facebook noch wieder eine Veranstaltung erstellen. Ja, natürlich. Machen wir dann nochmal ein extra Ankündigungsvideo? Weiß ich nicht, ob wir ein extra Ankündigungsvideo machen, aber... Oder wir haben das jetzt einfach schon mal angekündigt. Genau, das ist jetzt unser extra Ankündigungsvideo. Das ist unser Ankündigungsvideo. Jetzt sind wir ja wieder im Flow, jeden Monat sozusagen. Wie gesagt, wenn es für einmal bei euch nicht klappt, einmal im Monat, bis halt dann rein, wo dann etwas kälter wird und wo die... vor allem die Frauen dann etwas mehr frieren und dann nicht mehr so lange bleiben können, dann müssen wir es leider abbrechen. Aber ich denke mal, bis in den Oktober, November rein wird es auch wieder gehen. Und ja, gut. Dann denke ich, habt ihr an Impressionen heute genug bekommen und würde mich freuen, euch zu treffen. Und sagen wir gemeinsam Tschüss. Ja. Tschüssi. Ciao.